Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der derzeit World of Warships Spieler und heute präsentiere ich euch meine Queen Elizabeth. Die habe ich bekommen, nachdem ich natürlich die Iron Duke durchgespielt habe. So komisch wie es klingt, aber mit der Iron Duke hatte ich gerade hier immer in diesen, in diesen komischen, hier kommt, fällt gerade das Wort nicht ein, Events hier mit den Rängen. Habe ich immer mit der gut gespielt, also habe mich immer mit den Rängen gut und schnell hochgearbeitet. Es gibt natürlich bessere Schiffe als die Iron Duke, aber ich kam mit der irgendwie sehr gut klar und war auch ein bisschen wehmütig und hatte auch mich eigentlich gar nicht trennen wollen von dem Schiff. Und darum, ich hätte mir schon seit längerem die Queen kaufen können. Aber irgendwie wollte ich mich nicht trennen. Jetzt habe ich mal den Mut gefasst, um euch die Queen mal zu zeigen. Und die hat auch dicke hier Sekundärgeschütze drauf, ne? Die sind, na, da. Schön gepanzert so außenrum. Gründlich, habe ich so noch nicht gesehen. Und das Wasserschiff da drauf ist auch ein bisschen größer. Und was ich mag hier, die Flaks auf den Kanonen da. Hammer. Wenn die losrattern. Ah, das ist Musik in meinen Ohren. Ja, sieht nett aus. Eindeutig. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wann die mal in Dienst gestellt wurde, ob es die wirklich gab. Ich weiß normalerweise. Ich erzähle das mal gern, weil mich das selber auch interessiert, aber. Tja. Ich glaube auch nachträglich kann man das jetzt gar nicht einsehen. Müssen wir mal entleben. So, die Fuso ist auf 22 Kilometer. Die erreichen wir nicht. Jetzt sowieso wahrscheinlich. Ja, und wir haben die Reichweite fast wie die Iron Duke. Genauso. Auf 15,6. Also die Queen ist bei mir noch, hat noch gar keine Sachen drin. Ist noch nackig, sage ich mal. Sekundär haben wir 4. Flak maximal 2,5 Kilometer. Und Erkennbarkeit zu Wasser 14,4. So, da. Das müsste aber passen. Los, hübsche Dame, dreh dich mal. Jetzt haben wir uns natürlich gerade nicht in Sichtfeld. Da. Ich hoffe, wir treffen ihn irgendwie. Der braucht nur. Okay. Das ist schon mal schlecht. Den kriegen wir auch noch weg. Schade. Also nicht, dass wir zum dem Zerstörer zum Opfer fallen. Warte mal, die Fuso war jetzt auf 16, und. Ach komm. Bevor der wieder weg ist hier. Los! Ah. Nur ein bisschen getroffen. Kommt da diese Scheißinsel. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Ja, oh. Den bin ich mal ran. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Ach, die Insel. Hab ich jetzt vergessen. Dass die Fuse so nah ranfährt. Na gut, ein bisschen Abstand hat er zu den Zerstörern. Ich hätte mich auch nicht mit der Fuse nicht daran getraut. Los, Queen, lad schneller. Zwei Hügel in der Nähe. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Ja, kam noch gut an. Hat aber kaum Schaden gemacht. Wo ist der vor mir? Nee. Eieiei, was kommt denn da angeflogen? So,
ich hoffe, der andere Zerstörer hat keine Torpedos. Na los, habt ihr den jetzt da gesichtet oder nicht? Deckt den mir auf, der könnte ich die Breitseite geben. Ah, scheiße, wir haben verloren. Geht der? Den Kreuzer, auf den habe ich abgesehen. Na gut, dann nicht. Ah, zu spät. Aufklärungsflugzeug kehrt zum Schiff zurück. Hat nichts gebracht, das Aufklärungsflugzeug. Wenn er mutig ist, kommt er rum. Kanülchen, dreh dich um. Die Dummen, schnell. Oh, dreh dich schneller. Ich kann, der fährt vorbei. Torps, habe ich mir gedacht. Ja, ich mache ja schon. So, dann einmal um die Insel rum. Kaum Punkte gemacht, so ein Dreck. Ah, ist ein reines Zerstörer-Match. Ist halt so. Ich versuche jetzt irgendwie die Fuse noch zu kriegen, dass wir vielleicht noch mal ein paar Punkte machen. Ich hoffe nur, dass ich rechtzeitig um die Insel komme. Nicht, dass ich jetzt hier um die Insel komme und er fährt zwischen den Inseln weg. Das wäre echt kacke. Aber ich hoffe, dass er die Zerstörer sieht und wegbleibt. Weil die großen Pötte wollen ja auch mal Punkte machen. Genau. Ja, ist das schön. Das war auch schon ein Nachteil so bei der Iron Duke. Die war manchmal zu langsam. Auch nachdem man sie ausgerüstet hat, ist es einfach ein langsames Schiff. Dafür wahrscheinlich ist die Panzerung besser, das weiß ich nicht, ob das. Aber die Japaner haben sowieso, glaube ich, die Schlachtschiffe, das ist, merkt man einfach spielerisch auch. Dass die einfach nicht so viel wegstecken wie andere Schiffe. So, Fuso, nur du und ich. Nein, wo schieße ich hin? Ach. Schlecht eingeschätzt. Ja, die rammen sich noch. Die kommen an. Ah, das sah so gut aus. Jetzt habe ich vergessen, in die Kurve zu gehen. Das gibt es nicht. Rückwärtsgang. Ah, das ist eine kleine Insel. Scheiße, wie das. Ah, nehme ich in Kauf. Ich habe nur Angst, dass ich keine Punkte mehr mache. Oh, die haben ein, zwei Zerstörer verloren. So groß ist der Unterschied gar nicht mehr. Vielleicht sollte man sich dann doch ein bisschen mehr anstrengen. Und nicht jetzt doof auf den Gegner. Ich wollte eigentlich straight auf den Gegner ein paar Punkte machen. Weil es gibt ja maximal nur 5 Schiffe, aber ich habe vorhin geguckt, da waren wir doch alle noch da. Ja, da ist der nächste Torpedotreffer. Und die Argyle ist ja eine Donnerbüchse. Also so eine Ballerbude. Ich glaube, die Torpedos haben nicht so die immense Reichweite. Oh ja, Zerstörer. Da komme ich nicht mehr hin. Das ist die Geschichte. Verdammt!
Na komm raus. Ah, geil. Das ist die Egle. Spreche ich es falsch aus? Egle? Mekle? Egle? Das ist das Franzosenschiff. Und da sind wir nur noch zu zweit. T61 ist auch fast, what is this game, ja. Das ist Sparta, genau. So, bei meinem Glück treffe ich dich. So, mache ich das Ding im Nahkampf platt. Oh! Wie unerwartet. Unser Team verlässt sich auf Sie. Ja, dann ist es verlassen. Dann bleibt er stehen. Los, aufklären. Gegnerischer Zerstörer gesunken. Das war jetzt echt... Den Kill haben wir nur gemacht, weil dieser Zerstörer sich echt doof hingestellt hat. Also wenn der Zerstörer eigentlich in Bewegung gewesen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht so schnell getroffen. Ah, ein paar Flaggen haben wir wieder gekriegt. Ja, das war einfach Glück gerade. Ein Lucky Shot. Muss man auch mal haben. Ein paar Pünktchen haben wir gemacht. War trotzdem eine spaßige Runde. Und ja... Wenn ich noch mal gucke auf die Uhr, es ist der erste Weihnachtstag. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Weihnacht und noch schöne Feiertage. Die nächsten Tage werden dann halt noch ein, zwei weitere Videos folgen. Und ja, viel Spaß. Vergiss nicht zu liken, zu kommentieren. Haut rein, bis zum nächsten Mal und isst nicht so viel.